Heute sind wir wieder unterwegs im schönen Brandenburg, wie man hier unschwer erkennt, an der Sandwüste und den Kieferplantagen. Ja. Und wen besuchen wir heute? Professor Hans-Dieter Pfannenstiel. Professor Dr. Hans-Dieter Pfannenstiel, für uns kurz Fanny. Genau. Er möchte, dass wir nochmal vorbeikommen, nachdem die erste Nummer wegen starken Regen und Wind ja nicht so beuteträchtig war. Gespräche waren cool. Inhaltlich war es gut. Aber jetzt hat er gesagt, ihr müsst nochmal wiederkommen, müsst mal was schießen. Tja, da lassen wir uns nicht dreimal bitten, oder? Und wir haben natürlich auch noch einen aktuellen Anlass, ne? Ja, definitiv. Brandenburger, das sogenannte Brandenburger Jagdgesetz, was da neu kommen soll. Regt, glaube ich, so ziemlich jeden Jäger auf. Hat bei ihm wahrscheinlich auch für die ein oder andere schlaflose Nacht gesorgt. Ja, und für beschleunigten Puls. Der wird nur schneller, wenn noch zwei Namen fallen. Welche denn? Vogel und Lessner. Okay, dann sollten wir die nachher bringen. Ja, ja, also aber egal, wer nachher mit ihm raus darf, nicht gleich am Anfang die Namen bringen. Okay. Regt ihn vielleicht zu sehr auf. Ja. Ja, nee. Wollen wir hören, was er dazu zu sagen hat. Da muss ja nochmal ordentlich nachgebessert werden bei dem Gesetz. Was kann nur so richtig, wie es weitergeht? Er hat aber auch mit Vogel gesprochen. Also ich bin gespannt, was unser Prof dazu zu sagen hat. Und ob wir heute mal was schießen. Ich will es hoffen. Wird cool. Danke. Hallo, Fanny. Die Herren Redakteure. Pünktlich wie die Maurer. Hast du gemerkt immer heute? Fast pünktlich. Überpünktlich. Grüß Moin. Dich. Schön, dich zu sehen. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Aber gerne. Wir haben gedacht, heute mal ohne Anschluss. Wie geht's dir? Alles gut? Jo, kann nicht klagen. Ja? Ja, die Rehböcke warten auf euch. Oh, Rehböcke? Ja. Schauen wir mal. Das hören wir gern. Die sollten das letzte Mal auch schon warten, oder? Heute hat er die angebunden wahrscheinlich. Alles schon angebunden. Ja. Schauen wir mal. Letztes Mal hat es ja nicht so gut geklappt, aber dieses Mal... Ja, wenn Leute natürlich einen Schuss verweigern, obwohl sie es wild vorhaben, dann kann es nicht funktionieren. Das ging ja wohl an ich dich. Ich weiß überhaupt nicht, wen er meint. Ja. Ich erinnere mich sehr wohl daran. Ich sehe die Aufnahmen noch vor mir. Ja? Wenn Ricke und Kids da rauskommen. Ja, das war aber Hinterlandgefährdung. Das ging nicht. Hinterlandgefährdung. Und jetzt ist das Kids wahrscheinlich ein Jährlingsbock. Genau. Sieht doch besser aus, ist mehr dran zu essen, Grillsaison. Ja, Trophäe. Ja, schieß mal los. Was hast du für einen Plan geschmiedet? Wir sollten kommen, hier sind wir. Ja, einer von euch muss oder darf mit mir auf den Sitz und einer kann auf den anderen Sitz gehen. Ah, okay. Und der eine Sitz steht hier draußen auf dem Feld, freiem Feld. Da, wo gerade gespritzt wird, oder was? Dort, wo gerade gespritzt wird, ja. Im Ernst? Aber der wird auf den Rüben, auf den Mais gespritzt und da das Rehwild ist auf der anderen Seite im Getreide, stört die nicht. Okay. Und der andere sitzt auf einer, oder wir sitzen, je nachdem wer das bessere loszieht, wir sitzen auf einer Kanzel, die ich ja mal die Pressetribüne genannt habe, die kennst du ja schon. Ja. Und da haben wir zum zweiten Platz, gut, und dann gucken wir mal, was da passiert. Ja, gucken wir erstmal, wie machen wir das jetzt? Wie ist denn die Freigabe? Alles, was der Jagdschein erlaubt. Oh, aha. Sag's nochmal für uns also, zum Mitschreiben. Ihr könnt Rehböcke schießen, egal wie alt, wie stark, Schmalrehe. Jetzt Ende Mai muss man genau gucken. Ne? Da muss man sehr genau gucken. Und vor allem, wenn die Vegetation so hoch ist, also bevor man es nicht sicher weiß, lieber einen Finger gerade lassen. Ja, genau, sehe ich genauso. Und was auch frei ist, sind natürlich Schmaltiere von Rot- und Dammwild. Mhm. Die kommen aber hier eher selten vor. Wenn das Getreide höher ist, ist das Rotwild manchmal drin, aber das ist jetzt noch nicht zu befürchten bzw. zu erwarten. Spießer sind natürlich auch frei, Rot- und Dammwild. Beim Dammwild bitte insbesondere, wenn wirklich ein Spießer kommt, darauf achten, dass es auch tatsächlich ein Spießer von diesem Jahr ist. Achso, dass kein Knieber ist, der noch seine Spieße trägt. Alter Indianer-Trick. Ja. Da sind schon viele Spießer gestorben, die eigentlich Knieber waren. Ganz genau so ist es. Ja, die Spießer also hier vom nicht. Letzten Jahr haben ja noch ihre Stängelchen drauf. Ja, also darauf achten. Und Schwarzwild natürlich und Jungfüchse. Okay. Und damit das gerecht zugeht, dachte ich, wir losen jetzt mal, wer mit wem geht oder wer nicht mit wem geht. Nee, ist gut, weil sonst gewinne ich ja immer. Auch langweilig. Das hört sich gut an. Was hast du denn überlegt? Mit einem Stöckchen. Wer das kürzere Stöckchen zieht, muss alleine gehen. Und wer das längere Stöckchen zieht, darf mit mir gehen. Nee, ich bin dafür. Wer das kürzere zieht, muss mit dir. Wäre ich auch oder? Dafür. Eindeutig. Wer das kürzere zieht, geht mit ist dir. Ist mir auch recht. Okay, ist und vor allem, ich will ja mal gewinnen. Und den kürzeren ziehen kann ich ja eigentlich ganz gut. Da bist du ja Meister. Okay, jetzt fangen wir mal an. Wer fängt an? Ich fange an. Ja, mach, lass ihn.
Oh, oh. Also lang sieht es nicht aus. Du kennst die Länge? Oh, hier, guck mal. Ja, okay. Dann gehe ich mit dir mit. Dann sitze ich am Graben oder was? Ich habe gewonnen. Habe ich einen Graben sitzen oder was? Nee, ich sitze am Graben. Ach so, ihr seid am Graben? Wir sitzen am Graben. Dann fahren wir dir erstmal hinterher, ja? Ja, nur bis zu dem, wir fahren bis zu dem Container. Okay. Dann. Ich hole jetzt mal einen Bock. Euch, Weidmann Zeil, quetsch ihn richtig aus. Ja, mach ich. Ciao. Hast du denn nun bald deine Plünden zusammen, Weidgenosse Starnke? Ja, ich bin bald soweit. Na, dann mal los. Glaube ich. Das sind ja nicht zum Vergnügen hier. Ich dachte. Nee. Ja, Hans-Dieter, jetzt machen wir heute in erster Linie einen Rehwildansitz. Gut, kann natürlich auch noch was anderes kommen, aber in erster Linie Rehwild. Das Rehwild ist ja auch eine Wildart, die jetzt in der Schusslinie steht, schon seit ein paar Jahren. Wald-Wild-Konflikt und so weiter. Wie ist es denn überhaupt jetzt dazu gekommen? Früher war das ja anders. Ja, offensichtlich ist es jetzt Mode, das Rehwild für alles in Verantwortung zu nehmen, was schief läuft oder angeblich schief läuft. Aber das Rehwild kann weder für den Klimawandel noch was, noch für die globale Erwärmung, noch für die Käferkalamitäten. Und das Rehwild kann auch nichts dafür, dass hier in Brandenburg zum Beispiel überall Kiefernmonokulturen sind. Kann also auch die forstlichen Fehler der Vergangenheit, darf man nicht dem Rehwild anlasten. Aber das ist ja jetzt große Mode, das Rehwild dafür verantwortlich zu machen, dass es keine Naturverjüngung gibt. Das mag stellenweise auch stimmen. Aber per saldo liegt es, glaube ich, daran, dass wir auch jachtlich gewisse Fehler machen. Wir sollten das Wild einfach auf Freiflächen in Ruhe mal äsen lassen und nicht im April schon auf Freiflächen zu Holze schießen oder im Januar noch durch die Gegend jagen. Wenn wir das nicht machen, glaube ich, haben wir nur noch die Hälfte der Wildschäden überhaupt, selbst bei den Wilddichten, die wir heute haben. Also Thema Jagdzeiten, meinst du, spielt da eine große Rolle? Das spielt meiner Meinung nach eine Rolle. Wir versuchen seit 50 oder 60 Jahren, dass diesen sogenannten Wald-Wild-Konflikt, der ja letzten Endes ein Konflikt der menschlichen Nutzungsinteressen ist, ist ja kein Konflikt zwischen Wald und Wild. Wald und Wild existiert schon seit Jahrtausenden vernünftig miteinander. Wir versuchen, dieses Problem zu lösen, indem wir die Jagdzeiten verlängern, indem wir die Abschusszahlen immer höher schrauben. Und was ist passiert? Das Problem ist nicht gelöst. Wir müssen jetzt einfach mal auch versuchen, was anderes zu probieren. Und etwas anderes zu probieren wäre zum Beispiel, dass man sagt, wir verkürzen die Jagdzeiten. Wir lassen dem Wild mehr Ruhe, seinem normalen Lebensrhythmus nachzugehen. Und dann werden automatisch auch die Wildschäden geringer. Denn wenn das Wild nicht von uns und von der Öffentlichkeit, die sich draußen im Feld und Wald bewegt, in die dichten Partien gejagt würde, dann gäbe es auch diese riesen Wildschäden nicht, die beklagt werden. Der Finanzminister sagt, ihr kriegt kein Geld mehr für Zäune, ihr kriegt kein Geld mehr für eure Gehälter, das müsst ihr alles selber erwirtschaften. Wenn ich in der Öffentlichkeit die Leute fragen würde, seid ihr dafür, dass wir wirklich ein gesundes Waldökosystem haben? Mit allem, was da kreucht und fleucht. Und seid ihr euch im Klaren darüber, dass das Geld kostet? Dann würden 90% der Leute sagen, selbstverständlich sind wir bereit, dafür Geld auszugeben. Aber was heute läuft, ist genau der umgekehrte Weg. Der Staat versucht, sich einen möglichst schlanken Fuß zu machen. Und viele große Waldbesitzer auch. Sie wollen den Profit maximieren, ohne Rücksicht auf dieses Ökosystem, was sie eigentlich immer vor sich herschieben. Und das kann auf die Dauer nicht funktionieren. Da ist da mal ein Feldgehölz von 50 Hektar und damals 60 Hektar. Da kann ich keine revierübergreifende Drückjagd machen. Da muss ich anders jagen. Und das alles in einen Topf zu werfen, ist also nicht gut. Zum Beispiel bei der Einzeljagd. Zum Beispiel. Und das, was wir heute vorhaben. Ich würde vorschlagen, wir marschieren jetzt mal los und gucken mal, ob uns ein Reh über den Weg läuft, oder? Machen wir. Klar, auf geht's. Jo.
ja kurz über diese Wald-Wild-Thematik gesprochen. Und jetzt sind wir ja nun hier in Brandenburg. Und das, der Brandenburger Jagdgesetzentwurf war ja nun in aller Munde. Ist das denn auch aus diesem Wald-Wild-Konflikt resultiert, dieser Entwurf? Oder wo kommen diese Tendenzen her? Der tiefere Grund für dieses Gesetz ist ganz eindeutig dieser sogenannte Wald-Wild-Konflikt. Das Problem, was die Wald-vor-Wild-Lobby sieht, ist, dass Eigentümer von Flächen, die kleiner sind als die gesetzliche Mindestjagdgröße im Moment, Eigenjagdgröße von 75 Hektar, dass die praktisch entrechtet werden. Dieser Begriff entrechtet ist tatsächlich vom ÖJV verwendet worden. Das heißt, sie können auf ihren Flächen nicht selber jagen, sondern sie müssen in der Jagdgenossenschaft die Jagd verpachten. Oder sie müssen in der Jagdgenossenschaft dafür sorgen, dass die Jagdgenossenschaft ihre Jagd selber bejagt. Das geht ja auch, aber das gibt es in Brandenburg extrem selten. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt ein Revier gibt, was selber jagt. Das heißt, es wird verpachtet. Und wenn der Pächter, und da müssen sich manche Jäger tatsächlich selber an die Nase fassen, wenn der Pächter natürlich auf die waldbaulichen Ziele der Waldeigentümer überhaupt keine Rücksicht nimmt, dann gibt es natürlich Unmut. Andererseits ist die Zahl der Jagdrechtseigentümer, also der Eigentümer an den Flächen, die tatsächlich ein waldbauliches Ziel formulieren und bei der Verpachtung sagen, lieber Pächter, darauf musst du achten, die ist extrem gering, die geht gegen null. Also in unserer Jagdgenossenschaft hier, da sind 90 Eigentümer, da ist nicht ein einziger dabei, der in der Versammlung aufsteht und das ist mein waldbauliches Ziel. Das ist der Punkt, um den es den Leuten letzten Endes geht. Sie wollen dafür sorgen, dass Eigentümer von Flächen unabhängig von der Größe sozusagen auf ihrer Fläche jagen können. Und deshalb war ja auch im ersten Jagdrechtsentwurf war ja sogar eine Fläche von einem Hektar angedacht als Mindestgröße. Dann hat man sich besonnen und gesagt, also auf einem Hektar, wenn da jeder rumballert, das ist ja furchtbar, müssen wir mal 10 Hektar nehmen. Aber das ist natürlich genauso furchtbar. Und dazu kommt noch, dass sie nicht nur diese Größe der Jagdfläche verringern wollen, sondern sie wollen auch die Abschusspläne komplett abschaffen. Das heißt, jeder kann dann auf der Fläche, auf Deutsch gesagt, dort schießen, was er will. Und das sind natürlich Zustände wie nach 1848, in denen das Wild innerhalb kürzester Zeit an manchen Stellen ausgerottet worden ist. Aber das ist ja auch... Das ist letzten Endes das Ziel. Das sagt zwar keiner so genau, aber das ist das Ziel. Und das ist, glaube ich, wirklich der letzte, tiefere Grund, warum das Jagdgesetz geändert werden soll. Und inzwischen ist aber natürlich klar, dass man auch mit diesem Jagdgesetz das, was man erreichen will, damit nicht erreichen kann. Das geht gar nicht. Da muss eine Veränderung im Denken der Jäger, im Denken der Jagdrechtseigentümer und im Denken der Jagdgenossenschaften stattfinden. Die müssen bei der Verpachtung von ihren Waldbauern verlangen, bitte legt ein Konzept auf den Tisch. Und wenn dann einer sagt, in meiner Kieferpartie will ich Naturverjüngung machen oder will Eichen pflanzen, macht da bitte, lieber Jagdpächter, macht da einen Jagdschwerpunkt, Bejagungsschwerpunkt, dann ist das in Ordnung. Und wenn der das dann nicht macht, dann soll er eben gekündigt werden. Und die Waldeigentümer sollen Wildschaden anmelden. Das ist der Weg, auf dem das geht. Nicht mit dem Gesetz. Denn beim Rehwild ist es ja so, dass 2014 die Abschusspläne abgeschafft worden sind. Und 2014 ist gleichzeitig die Bockjagdzeit bis in den Winter verlängert worden. Bis dahin galt ja 16. Oktober, fing die Schonzeit an für Rehböcke. Davon hat man sich versprochen, dass auf den Drückjagden jedes Stück Rehwild, was kommt, frei ist. Und hat gehofft, die Strecke wird dadurch steigen und wir kriegen das sogenannte Rehwildproblem in den Griff. Wenn man sich die Zahlen anguckt, ist genau das Gegenteil passiert. Die Strecke ist nicht nachhaltig gestiegen. Aber der Anteil der männlichen Stücke in der Strecke hat sich durch die Verlängerung der Jagdzeit der Rehböcke erhöht. Mit anderen Worten, es sind weniger weibliche Stücke als früher geschossen worden. Und damit steigt natürlich der Zuwachs. Also hat man genau das Gegenteil von dem erreicht, was man will. Aber es wird in der Öffentlichkeit als der große Erfolg dargestellt, weil sie natürlich nicht zugeben wollen, dass sie einen Fehler gemacht haben. Und jetzt soll der gleiche Fehler beim Dammwild und beim Rotwild wiederholt werden im Jagdgesetz. Wir sitzen jetzt auf einer Kanzel und nicht auf den Drückjagdböcken, wo wir ursprünglich hin wollten. Denn da war zum einen der Wind schlecht und dann ist die ganze Zeit der Traktor mit der Spritze wegen Pflanzenschutz lang gefahren. Da war ich nicht mehr so überzeugt von der Stelle. Haben uns umentschieden und sind hier auf die Kanzel gegangen, gucken auf eine Esungsfläche ringsum Wald. Habe ich einfach ein besseres Gefühl. Da hinten steht übrigens der Hochsitz, auf dem beim ersten Dreh der Florian saß
und die Ricke und die beiden Kitze hat laufen lassen. Musste er sich vorhin schon anhören. Der Vorteil ist, die leben noch und könnten auch noch hier irgendwo in der Nähe sein. Was ich mich ja frage, ist dieser Gesetzesentwurf, der hat ja jetzt nun Feuer von vielen Seiten bekommen. Wie kann es sein, dass so ein Gesetzesentwurf vorgelegt wird, also dass der überhaupt so weit kommt? Und wie kann es sein, dass kleine Verbände, wie zum Beispiel der ÖJV, dass die doch scheinbar da ein gewisses Gewicht auch haben und Gehör finden? Ich meine, im Vergleich zum LJV Brandenburg zum Beispiel ist es ja eine absolute Minderheit. Das Problem besteht einfach darin, dass die Mitgliederzahl eines Vereins über die Schlagkräftigkeit gar nichts aussagt. Sondern es kommt darauf an, wie aktiv die Mitglieder sind, wie gut sie vernetzt sind und wie es ihnen gelingt, sich in die Ministerialbürokratie einzuschleichen. Wenn heute in nahezu jeder Forstverwaltung in den oberen Chargen ein ganzer Haufen Leute im ÖJV sind, dann ist doch klar, dass das die offizielle Meinung ist, die vertreten wird. Und der Forsterjachtverband mit seinen 10.000 Mitgliedern sagt, ist dann egal. Auch der Landkreistag Brandenburg hat ja schärfste Kritik daran geübt, also niederschmetternd eigentlich. Eine Ohrfeige für die Ministerialbürokratie. Aber das interessiert die überhaupt nicht. Aber muss das nicht, ich meine, das sind doch auch Steuergelder, die bei sowas draufgehen. Ich meine, das muss das nicht personelle Konsequenzen haben, sowas. Da könnte man stundenlang darüber diskutieren, wer da an der richtigen Stelle sitzt und wer nicht. Aber das ändern wir nicht. Das wird politisch entschieden. Das ist ja immer das, was mich so maßlos aufregt bei dieser Situation. Da kommen Dinge vor, wo ein Politiker sagt, oder auch einer im Ministerium, ja, Sie haben ja eigentlich recht, aber wir entscheiden das politisch. Und solange in der Politik 2 plus 2 nicht 4 ist, sondern 4,2, 3,9, solange funktioniert das nicht. Und das ist aber so funktioniert Politik offensichtlich. So, das erste Stück Wild war schon mal da. Meister Lampe. Aber der Fanny hat gesagt, das hier ist auch eine gute Stelle für Rehwild sowieso und Dammwild. Dammwild sind zurzeit frei Schmaltiere und Spießer. Der Trick ist, beim Spießer auch den Spießer zu erkennen im Moment. Wir haben jetzt Ende Mai. Da ist die Gefahr, wenn ein männliches Stück kommt und das trägt Spieße, schon gefegt. Was ist das nicht? Ein Spießer. Das ist nämlich der Spießer aus dem vergangenen Jahr. Ist also laut Jagdgesetz ein Knieper. Darf man keinen Fehler machen. Spießer haben jetzt noch Baststangen. Und wenn wir ganz viel Glück haben, sehen wir auch einen. Ja, Fannys Freigabe macht es sehr leicht. Fahrradfahrer mit Jagdhorn. Bin ja gespannt, ob der jetzt uns gleich ein Ständchen spielt. Ja, schauen wir mal. Also, wir waren beim Spießer. Spießer kann kommen und die Freigabe ist einfach Altersklassenabschuss. Spießlänge spielt bei ihm keine Rolle. Ich gucke es mir dann aber trotzdem nochmal an, weil ich muss mit mir schon im Reinen sein, ob ich den schieße oder nicht. Die haben sich in den Kitz gegriffen. Ich habe das Kitz klagen hören. Scheiße. Da ist es. Wie? Da. Aber wenn die Schweine an einem Kitz wären, wäre das längst tot. Aber das, oder war es ein Wolf, ne? Aber es hat sich nach Schwein angehört. Aber das war richtig rumrattel. Richtig. Es hat sich nach Schwein angehört. Hörst du es rufen? Ist das ein Schwein oder was? Das muss der Wolf sein.
echt der Hammer. Da wurde gerade ein Bussard von dem Pirol vertrieben. Ich habe den die ganze Zeit nur gehört. Und jetzt sehe ich ihn sogar. Man hört sie immer nur und sieht sie nie. Aber da ist er eindeutig. Erst der Pirol. Jetzt ist er gerade in Biedorf auf der Wiese eingefallen. Das ist aber eine Ricke. Danke, das ist die Ricke. Das andere Stück war schwächer. Aber nicht viel. Setz dich mal hin. Hast du schon Sehnsucht nach mir? Ein bisschen. Schrei noch nicht so, Mensch. Was ist bei euch los? Habt ihr schon was gesehen? Ja, hier ging es total ab gerade. Vor uns im Roggen 80 Meter auf einmal ein Gegrunze oder Geknurre. Also ich meine Gegrunze, Sauen. Dann raschelte das tierisch, die Halme am Wackeln. Dann klagt den Kitz, dann fiebt den Kitz. Dann kam da Rehe, ja, dann kam da Rehe raus. Oh, also, dann schreckten die ewig. Und ging total ab hier, ja. Und dann sagt Mike, ach, 80 Meter vielleicht. Ja. Naja, und dann sagt Mike auf einmal hier, da ist Wild und hier ist, wir gucken so einen Graben lang, da stand dann eben ein Rehbock. Bin ich aber von hier aus nicht dran gekommen wegen dem Gras. Dann bin ich zu Mike hoch auf die Plattform und da wäre es wunderbar gegangen, aber der hat sich das Schrecken angehört und hat hier rüber geäugt in den Roggen, hat dann abgedreht und ist auf die Seite bei sich wieder rein. Also der hat mich nicht gesehen oder so. Naja, aber der hatte dann auch Schiss und hat sich in den hohen Roggen wieder verzogen. Naja, was war bei euch? Bei uns ist dagegen hier heile Welt. Denn wir betätigen uns hier eher als Ornithologen. Ein Highlight jagt hier das nächste. Wir hatten schon hier einen Pirol vor. Wir hatten zwei Wiedehopfe auf der Wiese. Echt? Zwei Hasen, okay, Streichergebnis. Und jetzt warte ich auf den Schwarzstorch. Dann habe ich hier gelöst. Ich dachte auf einen schwarzen Bock. Nee, schwarzer Bock gibt es hier nicht. Nee, aber hinter uns ist noch eine Ricke durchgezogen, durchs Getreide. Ja, man muss jetzt in alle Richtungen äugen ein bisschen. Aber ich bin guter Dinge, dass hier noch was geht. Das ist hier echt so eine super Stelle. Da muss einfach noch was kommen. Naja, wir haben ja noch 2 Stunden. Gut, jetzt quatsch mich hier nicht weiter voll, ich muss aufpassen. Du hast doch angerufen. Na gut, okay. Ein Punkt für dich. Leg bloß auf, Junge. Und konzentrier dich mal, damit ihr mal was zu Boden kriegt, Mensch. Ja, und lasst euch nicht beißen, ne? Naja, ciao. Ciao. Da ist auch richtig was los hier. Aber den Bock haben sie schon mal nicht gekriegt. Mann. Müssen wir doch alle selber machen. Ricke, Hasen was. Hast du irgendwo noch mal ein Böckchen stehen? Jetzt haben wir hier einen Fuchs vorm Sitz.
eindeutig rötig, scheint eine Röte zu sein. Ist jetzt die Frage Ende Mai, was macht man da? So, der Jäger in einem sagt, eigentlich müsste man ihn erlösen, weil das heilt er nicht mehr aus. Auf der anderen Seite hat der Junge, trägt Nahrung zu. Er fängt ja auch Mäuse. Tja, muss man laufen lassen. Hoch. Der kommt schon hoch bis dahin. Naja, also Gabler angehender Sechser. Macht aber keinen so ganz jungen Eindruck mehr. Ja, Hans-Dieter, jetzt haben wir schon einiges an Rehwild gesehen. Aber leider nicht zu Schuss gekommen. Nee, drei Böcke. Und drei Stück weiblich. Drei Stück weiblich. Tumult im Roggen. Bisamratten im Fuchs. Bisamratten, Nutria. Nutria. Richtig. Nutria. Und ein Fuchs, ja. Und ein Fuchs. Ja, jetzt wird es langsam, wird es dämmerig. Schauen wir mal, vielleicht tut sich noch was. Ja, denke ich schon. Ja, wir gucken mich mal. Mich würde mal interessieren, was da in einem Roggen los war. Das würde mich auch interessieren, ja. Na gut, warten wir mal ab. Die anderen sind ja auch noch unterwegs. Vielleicht beschicken die ja was. Der Schätze. Wir werden es sehen. Gerade Bock Nummer 4 gesehen, oder? Ich komme schon ganz durcheinander. 4. Bei Schätz ist gerade ein Schuss gefallen, wahrscheinlich. Du hast gesagt, der sitzt da hinten in der Richtung. Ja, ich höre ja nicht mehr, wo die Schüsse herkommen. Den Schuss habe ich gehört, aber du weißt ja, wo er sitzt. Der sitzt da hinten, ja. Und ich habe gerade, mein Handy hat gerade vibriert. Ich gucke da jetzt mal drauf.
Na, da bin ich mal gespannt. Entweder war es Mutti oder... Da bin ich mal gespannt. Bock liegt. Siehst du? Er ist halt nicht umsonst Chefredakteur geworden, ne? Ja. Ja, mega. Ja, ich würde vorschlagen, wir warten vielleicht noch ein Männchen hier. Also, ja, ne? Das wird jetzt auch mit dem Ansprechen schwierig jetzt. Ja, gut, einen Bock kann man vielleicht noch ansprechen und dann fahren wir gleich rüber zu denen, oder? Ja. Und gucken mal, was die da fabriziert haben. Ja. Ja? Ja, Schuss ist gut. Ja, Spitze. Ja, später hätte der Bock nicht kommen dürfen, denn es ist dunkel. Ne? Wir arbeiten schon mit Licht und wie es sich gehört, bekommt er natürlich seinen letzten Bissen. Und den Besitznahmebruch, ja, kann man gelten lassen. Das war ein tolles Erlebnis. Wirklich auf dem allerletzten Drücker. Ne? Der hat man selten, dass es so aufregend ist. Ja, jetzt warten wir mal, bis die beiden da sind. Gucken wir mal, ob die was noch erlebt haben. Gesehen haben sie, glaube ich, genug. Aber vielleicht bringen sie auch noch was mit. Schauen wir mal. Guck mal, wie er da steht. Na, Fanny? Wie bestellt und nicht abgeholt. Guck. Der Chefredakteur hat einen dicken Bock gestreckt. Na ja, dick würde ich nicht sagen, aber einen Bock gestreckt habe ich. Weit ganz heil. Das Weidmanns freut mich. Mein Lieber. Gut gemacht. Oh, das war aber auch eine, Weidmanns heil, mein Lieber. Eine enge Geschichte. Ne? Ja, erzähl. Oh, ja, ich hatte ja den Ansitz eigentlich schon abgehakt. Ne? Ich habe hier Traumwiese und nichts. Ne? Nichts. Und auf dem wirklich letzten Drücker kommt eine Ricke und der Bock dahinter und er hat die getrieben wie zur Blattzeit. Sag bloß. Die ist vor ihr her, hat gefiebt. Sie hier über die Wiese drüber, zack, auf den Weg. Und die Eiche hat das linke Fenster zugebohrt. Ja, das Glück war aber, die Ricke hat hier geäst, die haben sich beruhigt. Der Bock ist hier zurückgezogen. Sie hat dann oben was gesehen. Die Bewegung, naja, Kameramann und, das hatten wir und Jäger sind ein bisschen viel. Ist sie zurück, er wusste aber gar nicht, was los ist, sind sie auf die Freifläche und ich hatte mich schon bereit gemacht, die mal anzuschrecken. Und dann verhoffte sie aber, er verhoffte dahinter, so halb spitz, wird man sehen hier, Einschuss Vorderblatt, Ausschuss Hinterblatt. Super. Aber Knall, war das erledigt, lag er. Boah, ich dachte, der schlug aber schon ein bisschen das Herzchen. Das ging dann so rasend schnell. Und er hat nur gesagt, bloß nicht irgendwie vorbeischießen, sonst höre ich die ganzen Sprüche. Ja, klar. Ja, nee, ja. Top. Super, freut mich. Es ist jetzt nicht der Achtjährige, aber du hast gesagt... Du hast gesagt, alles ist frei. Es bockt der Altersklasse 2. Richtig. Und damit ist das er ist absolut super richtig. Ja, sieht doch lecker aus. Ja, richtiger Küchenschuss. Ja. Wirst du deine Freude dran super. Haben. Super. Fanny, lieben Dank. Dass wir Gast sein durften. Ich freue mich, dass ihr da wart. Vielen Dank. Ich habe zwar nichts beschickt, aber war schön mit dir. Aber immerhin hatten wir schönen Anblick. Genau. So, wie ist jetzt der Plan? Und jetzt bringen wir den Bock in die Wildkammer und versorgen den. Genau. Wir versorgen den. Ich breche den da auf. Wunderbar. Ja. Und dann sehen wir zu, dass wir auf die Piste kommen. Ja, wir haben noch ein bisschen Strecke vor uns. Weil es ist ja schon halb 10. Tippitoppi, mein Lieber. Ich nehme die Kanone. Nimmst du die Waffe, die ist entladen, Magazin ist raus. Alles klar. Perfekt. Darf ich dir den Schock in die Hand drücken? Ja. Dann nehme ich den Bock. Na, Schätzelein, war ein guter Abend, oder? Ja, ich bin sehr zufrieden.
Ich auch. Und es war auch richtig cool mit Fanny auf dem Sitz. Du warst ja letztes Mal mit ihm. Mhm. Jetzt konnte ich das ja mal genießen. Der das ist schon halt, schön, oder? Ja, der ist halt einfach eine Wissensmaschine. Ne? Ja. Der bringt es auf den Punkt und hat halt einfach ja, einen Fundus. Das ist schon ja, krass. Ne? Guter Mann. Der eiert halt nicht rum, sondern nee. Sagt halt, wie es ist. Nee, gerade raus und einen guten Humor ja. hat er auch. Mhm. Ja. Ja, und bei dir, du hast ja noch was, hast ja, du was beschickt? War echt dramatisch, ne? Also nicht ganz so dramatisch wie bei euch da mit diesem, was immer das war, was das Kitz gerissen hat vor euch. Ich habe keine Ahnung, was das, also es kann aber nur, was kann es denn gewesen sein? Ja, eine Sau oder ein Wolf. Also ich meine, es, ja? es wäre eher so ein, vom Sound her Sau gewesen, aber ganz schwierig zu sagen, aber war spannend. Ja, nee, bei uns war eher erstmal so die heile Welt, schönes Licht, der Büro, die Wiederhopfe, die Hasen. Oh, hier, Dammelt. Dammelt. Sehr schön. Ja, und als keiner mehr dran geklopft hat, kam tatsächlich noch der Bock, der eine Ricke treibt. Wahnsinn. Habe ich schon ein, zwei Mal erlebt im Mai. Aber es ist immer wieder kurios. Naja, und dass das dann noch passt, dass man ihn bekommt. Ja, sagen wir mal so, da kann man schon sehr zufrieden sein. Ja, war ein super Abend. Toller Sonnenuntergang, tolles Wetter. Nicht geschneidert. Nicht geschneidert. Alles gut gelaufen. Ich freue mich, wa? Ja.